Wer bist du denn? Sitz, Kugel, sitz. Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und das ist einfach ultra heiß. Die Post war gerade da, es ist ein neues Paket gekommen. Ich habe es gerade schon so halb ausgepackt und da drin befindet sich einfach eine PlayStation 1 Mini Edition. Ich bin mal gespannt, was das Ding so kann. Das werden wir gleich auf jeden Fall auspacken. Johnny hat hier auf jeden Fall auch schon richtig aufgegeben, wie es aussieht. Na, mein Kleiner, es ist so heiß. Du liegst hier den ganzen Tag auf diesem Karton rum, weil es einfach so heiß ist, ne? Oh, schmeckt meine Hand? Oder schmeckt meine Hand nicht? Oh, wie es aussieht, nicht. Au, 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 au. Okay, Johnny. Ey. Einfach Kamera weggeschoben. Ey, Hilfe! Falls euch noch interessiert, was Bella macht, schaut euch das an. Mitten in der Küche steht so ein Kinderstuhl und sie schläft immer da drauf, als wenn das ihr Stuhl wäre. Meine süße Maus. Na, hast du Hunger? Ist viel zu heiß zum Essen, ne? Viel zu heiß für alles. Ja, da hast du recht. Okay, gehen wir wieder hoch und packen das Paket aus. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ich hier bestellt habe. Übrigens habe ich die Mini-Playstation bei Wish bestellt. Ist also aus China gekommen. Und es ist keine originale Playstation oder sowas, sondern das Teil ist natürlich selbst gemacht. Und da sollen über 200 Spiele drauf sein, soweit ich weiß. Ich weiß noch damals, ich war 6 oder so, da habe ich eine PlayStation 1 geschenkt bekommen von meinen Eltern und ich war der glücklichste Mensch der Welt. Das war einfach das Geilste für mich. Mein Vater hat mir dann auch so Spiele aus Russland mitgebracht und so weiter und so fort und ich habe Tag und Nacht mit der PlayStation gespielt. Also hier haben wir das schöne Teil. Leider kann man hier nicht das Fach öffnen oder so. Die hat einfach nur so eine On-Off-Taste. Also hier kann man sie einschalten und eine Reset-Taste. Ansonsten kann die überhaupt gar nichts, wie es aussieht. Aber vom Design her erinnert das doch stark an PlayStation 1. Und es ist wirklich kinderleicht. Ich weiß nicht, wie da 200 Spiele drauf sein sollen. Ansonsten haben wir einen Controller. Und der Controller, der fühlt sich auf jeden Fall auch überhaupt nicht hochwertig an. Hier oben gibt es gar keine Tasten, sondern nur hier unten. Und das Ganze wird per USB angeschlossen. Und hier haben wir den zweiten Controller. Okay, alles klar. Ansonsten haben wir hier so ein SCART-Kabel oder so nennt sich das, ne? Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob man das anschließen muss. Aber ich denke, das muss man anschließen. Ich weiß nicht, ob das per USB funktioniert. Könnte sein, dass auch nur per USB funktioniert. Was haben wir hier? Das ist auf jeden Fall das Stromkabel. Okay, wir müssen das SCART-Kabel definitiv anschließen. Hier haben wir das Stromkabel. Alles klar. Und das war's auch schon mit dem ganzen Lieferumfang. Okay, wir haben ein Problem, Freunde. Erst einmal hier mein super schönes, wow, Messer zu. Nicht, dass ich mir hier noch weh tue. Ein kleines Problem haben wir, Freunde. Ich habe hier nämlich keinen Fernseher. Das bedeutet, ich muss erstmal nach Hause fahren. Dann schließen wir das mal am Fernseher an und probieren mal eine Runde darauf zu zocken. Mal schauen, was da so bei rauskommen wird. Bis gleich. Oder was heißt bis gleich? Ich muss erstmal was essen. Ich habe voll Hunger. Mein Freund, ich will jetzt was essen. Hast du auch Hunger? Wenn ja, sag mir Bescheid. Dann mache ich dir eine Kleinigkeit. Ja, okay, sieht so aus, als wenn du eher schlafen willst. Na gut, Freund, ich lass dich in Ruhe. Ja? Oh, er fängt an zu schnurren. Mal schauen, was der Kühlschrank so zu bieten hat. Oh, okay. Wow, wir haben da einen Monte. Oh, lecker, den haue ich mir jetzt erstmal rein. Ja, und die Fruchtzwerge, die nehme ich gleich mit. Oh, der hat gerade gehört, wie ich das aufgemacht habe. Und dann kommt er hier sofort an. Na, Johnny, willst du ein bisschen lecken? Komm, hier, Johnny. Lecker. Oh, ich liebe so Haselnusspudding. Und Johnny liebt Haselnusspudding auch. Übrigens, Freunde, eine Frage am Rande. Wie gefällt euch das, wenn ich so die Unboxings im Vlog-Style mache? Falls euch das gefällt und ich das beibehalten soll, könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen. Wenn euch das nicht so sehr gefällt, dann lasst einfach einen Daumen runter da. Dann weiß ich Bescheid, dann werde ich die Unboxings einfach wieder ganz stumpf machen. So wie vorher auch, ohne irgendwas anderes dabei zu erzählen oder so. Aber ich finde so ein Vlog-Style wie jetzt, so ein bisschen Abwechslung, auf jeden Fall angenehmer. Okay, Johnny. Hast du gut gemacht.
Hast du richtig gut sauber gemacht. Ich habe jetzt hier nochmal im Internet rumgestöbert und die PlayStation wiedergefunden. 14 Euro hat sie nur gekostet, plus ein bisschen Versand kam dazu. Und oh mein Gott, 620 Spiele sollen da drauf sein. Ich kann es gar nicht glauben. Wir werden das auf jeden Fall noch herausfinden. Ansonsten Versand, das hat eine Woche gedauert oder so. Kam wirklich sehr schnell. Ganz normal bei Wish hier bestellt. Oh, 620 Spiele, was ist das? So, Freunde, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Schließen wir das Teil mal an und mal schauen, ob das funktioniert. Oh Mann, ich wollte das gerade hier an meinen Fernseher anschließen, aber dann habe ich gemerkt, mein Fernseher hat den Anschluss gar nicht. Also die neuen Fernsehers, die haben die Anschlüsse gar nicht. Was soll ich da machen? Ich muss mir erstmal einen Fernseher auftreiben, damit ich das Teil anschließen kann. Oh, wer bist du denn? Hm? Hm? Kubi, komm her. Komm her, Kubi. Ey. Sitz. Mach Sitz. 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 Sitz, Kubi, sitz. Der muss erst mal beruhigen, ey. Kubi, 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 dreh dich. Oh, fein, hier. Yam, 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 yam. Oh, Kubi, danke für den Fernseher, ja? Oh, vielen Dank für den Fernseher. Bist du süß? Ja. Hier habe ich einen alten Fernseher gefunden, stand in der Scheune bei meiner Freundin. Der hat auf jeden Fall so einen Anschluss. Ich hoffe, der funktioniert noch. Irgendwie sieht er nicht mehr so aus, als wenn er funktioniert. Aber probieren wir es mal aus. Okay, Fernseher ist an, kein Signal, alles ist angeschlossen. Machen wir mal das Teil an. Oh, es funktioniert. Bei der PlayStation 1 damals war diese Leuchte hier übrigens grün. Also rot ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich glaube, ich muss mal den Kanal wechseln. Oh Mann, ich kann es ja gar nicht glauben. Das Teil funktioniert ja wirklich. Ich habe es jetzt anbekommen. 620 in 1 steht da. Und ich kann hier die ganze Zeit durchscrollen. Und da sind die ganzen Spiele drauf. Und es sind tatsächlich 620 Spiele. Hier haben wir Bombjack, Badminton, Duck. Am Anfang hatten wir Mario Kart, Fruit Pick und so weiter und so fort. Hier Ninja 2. Lot, was das auch mal ist, Pac-Land, Soccer, alles mögliche. Ich würde mal sagen, ich suche mir jetzt hier mal irgendwas aus und dann testen wir das Ganze mal. Aber auf jeden Fall echt interessant, dass da einfach 620 Games drauf sind. Okay, ich habe hier Spider-Man 1 und 2 gefunden. Ich würde mal sagen, wir probieren hier mal Spider-Man 1 aus. Drücken hier auf Start und gucken mal, was passiert. Nochmal auf Start, Stage 1, alles klar. Oh. Das Ding hat mich angegriffen. Also die Steuerung ist schon recht kompliziert. Aber ich kann hier einfach abhauen, oder? Ah ne, ich muss den besiegen. Oh, wie besiege ich den denn? Ah, ich kann ihn hier abknallen. Ah, rechts ist die Lebensanzeige von dem. Ich muss gleich mal gucken nach dem Ton. Aber auf jeden Fall kann ich den hier einfach abknallen. Also scheint hier wirklich nur so ein Minigame zu sein. Aber immerhin, ne? Sein Schutzschild ist jetzt weg. Jawohl, das sieht ganz gut aus. Kann ich da irgendeine Superattacke? Ne, kann ich glaube ich nicht. Ohne Ton schon ein bisschen schade. Jetzt haben wir ihn besiegt. Stage 2, alles klar. Ich guck mal ganz kurz, ob ich Ton anmachen kann. Okay, ich glaube, das hat tatsächlich keinen Ton. Denn ich hatte auch nur ein rotes Guard-Kabel. Also nur so einen roten Anschluss. Und einen gelben Anschluss. Und ich glaube, weiß ist für Ton. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber könnte auf jeden Fall so sein. Aber es funktioniert. Wir können spielen. Ich werde das Ganze gleich nochmal mit zwei Controllern ausprobieren. Den anderen anschließen. Mal gucken, ob ich mit meiner Freundin dann irgendwas spielen kann. Das wäre auf jeden Fall wirklich sehr interessant. Das zweite Level haben wir jetzt hier geschafft. Und ja, Schatz, willst du mitspielen? Okay, komm! So, einfach mal zweiten Controller hier reinstecken. Und dann, oh, ich muss gar kein Reset klicken. Der ging automatisch zurück. Das ist ja krass. Und mal gucken. Ja, die hat keine Tasten da oben. Mal gucken, was wir hier so auswählen können. Hier habe ich ein Spiel gefunden, das nennt sich Arena. Ich glaube, das könnte auf jeden Fall ein Zweispieler-Spiel sein. Und tatsächlich... Ey, wieso kann ich nicht runtergehen? Kannst du runtergehen? Wieso kann ich denn nicht runtergehen auf zwei Players? Das ist ja komisch. Jetzt habe ich ja nur einen Spieler. Ich will aber zwei Spieler haben. Oh Mann. Ah, cool. Ich wusste nicht, wie man das auswählt. Jetzt weiß ich das auf jeden Fall. Probieren wir das jetzt einmal mit zwei Spielern aus. Wo bist du denn? Ich existiere noch nicht. Ich glaube... Ich verstehe das Spiel nicht. Wir müssen was anderes aussuchen. Okay, probieren wir mal Dr. Mario aus.
Keine Ahnung, was hier. Hier gibt es sogar einen Musiktyp, aber wieso habe ich keine Musik, ey? Vielleicht habe ich den Stecker einfach falsch reingesteckt, keine Ahnung. Ah, jetzt können wir das auf jeden Fall machen. Ey, das ist ja wie Tetris, Schatz. Echt? Ja, das ist ja echt wie Tetris. Tatsächlich. Also voll billig Tetris. Und die Dinger sind auch da irgendwie so. Was hat das mit den Farben zu tun? Ja, natürlich. Ja, das sind wie Tetris-Steine. Ah, die, ich meine, dass man das macht. Hallo. Ja, mein Ding hängt einfach. Dein Controller hängt? Ja, guck. es hängt. Sehr selbst schuld. Oh ja, ich habe eine Reihe kaputt gemacht. Aber es hat mir irgendwie nichts gebracht. Also, das ist sowas ähnliches wie Tetris. Ey, mein Controller hängt. Ich finde das nicht witzig. Okay, alles klar, genug getestet, ey. Oh Mann, meine Freundin hat sofort den Controller kaputt gemacht, ey. Die macht immer alles kaputt. Okay, also kommen wir mal zum Abschlussfazit der Mini PlayStation aus China von Wish. 620 Spiele sind da drauf, das ist schon erstaunlich, aber das sind alles wirklich so Minigames und irgendwie habe ich keinen Ton gehabt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist da irgendwas kaputt oder vielleicht hat das Ding auch gar keinen Ton. Aber es müsste eigentlich Ton haben, weil da stand ja Sound. Ich konnte den Sound da auswählen, wisst ihr, wie ich meine? Also ich glaube, irgendwas stimmt mit dem Fernseher nicht, aber wie auch vorhin schon gesagt, der stand die ganze Zeit in der Scheune rum und sowas. Also kann schon sein, dass der ein bisschen kaputt ist, ne? Also im Großen und Ganzen, für das Geld ist das auf jeden Fall in Ordnung. Man hat sehr viele Minispiele und zu zweit könnte man sich da schon beschäftigen. Der eine Controller war jetzt schon kaputt, aber das wundert mich überhaupt nicht, weil das eben so richtig billige China-Qualität ist. Das Teil ist einfach so leicht, wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß gar nicht, wie das den Versand hier überlebt hat, aber es war ja gut verpackt in Luftpolsterfolie. Ja, also im Großen und Ganzen für das Geld ist das schon in Ordnung. Sind jetzt echt keine besonderen Spiele, man kann da jetzt nicht so viel erwarten, aber echt krass, dass es auf jeden Fall sowas gibt. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wir sehen uns spätestens morgen. Ich habe lieber euer Jan.